Ja, hallo meine Lieben. Ich freue mich sehr. Ich kriege nämlich heute eine Unterrichtseinheit in Sprachkunde. Ich lerne Vorarlbergerisch. Ich bin nämlich gerade eine Woche in Vorarlberg beruflich unterwegs. Und da bin ich bei Samuel gelandet. Samuel ist ein alter Freund von mir. Wir kennen uns schon ewig, gell? Samuel ist 10 Jahre alt und gebürtiger Vorarlberger. Und du wirst mir heute 10 Worte aus Vorarlberg, also 10 Vorarlberger Wörter, sagen und ich muss erraten, was sie sind und versuchen, sie nachzusprechen. Mhm. Richtig? Ja. Gut. Was hast du vorbereitet? Also ich habe hier so ein paar Karten vorbereitet und da stehen die Wörter drauf und ich werde sie dich nachher fragen. Bitte. Also. Gehen wir's an. Wort Nummer 1. Gnaglattvoll. Was? Gnaglattvoll. Gnaglattvoll. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Gnaglattvoll, okay. Kannst du einen Satz sagen mit gnaglattvoll? Der Topf ist gnaglattvoll. Okay, der Topf ist randvoll, also bis oben hin voll. Übervoll. Übervoll. Also der Topf ist gnaglattvoll. Gnaglattvoll. Gnaglatt. Gnaglatt? Mhm. Yes. Also eins schon geschafft. Mhm. Super. Cool, danke. Nächstes. Dörler. Dörler? Dörler. Klingt nach Zwetschgen. Vertrocknete. Nein. Nein. Keine Dörler. Ein Dörler. Kannst du einen Satz sagen? Kinder dann immer Dörler. Okay, Kinder sind immer lästig. Kinder sind immer laut. Kinder dann immer Dörler. Kinder schreien rum. Kinder spielen? Na. Sie spucken, beißen, kratzen? Nein. Kinder dann immer Dörler. Dann immer Dörler. Ja. Okay, ich weiß nicht. Mit Wasser spielen. Ah. Britscheln, sagt mein Oberösterreichisch dazu. Wasserbritscheln. Okay, umdrehen. Mhm. Okay? Sechste? Ja, bitte. Orcherle. Orcherle? Ja. Kommt das von Eiche? Eichkätzchen? Ja. Ja? Yeah! Da gibt's den Orchkatzelschwurf. Ja. Das ist der Eichkätzchenschwanz. Genau, richtig, richtig. Orchale. Sehr gut. Ich hab's gewusst. Okay. Ein Schnorrer. Also für mich ist ein Schnorrer jemand, der immer sich was ausborgt und nie zurückgibt. Mm-mm. Ist er nicht, okay. Dann ist der Schnorrer... Shit, Schnorrer. Das haben wir zuerst gehabt, gell? Haben wir darüber geredet, Schnorrer? Ah! Wir haben darüber geredet zuerst! Mein Kurzzeitgedächtnis ist echt bescheiden. Der Schnorrer ist ein Mensch. Oder? Der was macht? Ah, er meckert. Er köbelt immer rum. Er tut schimpfen. Ja, er meckert, er schimpft. Mhm. Okay. Ein Schnorrer. Also in Oberösterreichisch ist er, oder ich kenne Schnorrer als jemand, der sich ständig was auspackt und nie was zurückgibt. Nein. Immer auf Pumpe. Bei uns ist das Schimpfer. Okay. Cool. Der Schnorrer. Okay. Kutzer. Kutzer. Na? Das war jetzt ein Kutzer. Okay. Kutzer. Kannst du einen Satz sagen? Bring ich mal bitte der Kutzer. Okay, der Satz hilft mir überhaupt nicht weiter. Bringst mal bitte was? Bringst mal bitte der Kutzer? Okay, bringst mal bitte die. Ist es die? Ja. Okay, Kutzer, bringst mal bitte die Kutzer. Na, das Wort, wo ist mit die und man sieht.
Starkutzer. Also ja, ja. Aber wenn man es hochdeutsch sagt, ist es ja nicht die. Na, der Kutzer. Der, okay. Der bringt mir... Kutzer. Kurz. Kutzer. Es hat nichts mit Gesundheit zu tun. Bringst du was? Ist ein Ding. Ja. Okay. Etwas, was warm hält. Etwas, was warm hält. Was hält denn warm? Ein Becken. Eine Wolldecke. Wirklich? Ein Kutzer ist eine Wolldecke. Fast richtig. Na gut, eigentlich habe ich es nicht gewusst. Ein Kutzer ist ein Wolldecken. Okay. Krähwürstle. Also ist was zum Essen. Es sind Würstle. Frankfurter. Ah, okay. Auf die Frankfurter war ich jetzt nicht gekommen. Frankfurter sind Krähwürstle. Und Wiener Würstle sind dann auch Krähwürstle. Mhm. Okay. Krähwürstle. Also Frankfurter und Wienerle. Mhm. Das sind Krähwürstle. Okay. Wie kommt sie auf das bitte? Was hat das mit der Krähe zu tun? Weißt du auch nicht, gell? Krähwürstle. Haben wir noch was? Ja. Okay. A-Hocker. Der kleine Bruder von B-Hocker? Hm? Der kleine Bruder von B-Hocker? Nicht, okay. A-Hocker. Es ist nicht ein Sessel. Oder so ein Schamau. Okay, ein Hocker. Nichts, wo man aufhocken kann. Nichts, wo man aufhocken kann. Und trotzdem heißt es Hocker. Ein Hocker. Ein Hocker. Ist das ein Wort? Okay, kannst du einen Satz sagen? Nicht schon wieder ist das angehockt. Was? Abhacken. Abschneiden. Nicht schon wieder. Ah, ich weiß. Angebrannt. Ja. Beim Kochen. Leicht anbrennen. Ja! Mir brennt nie was, wenn ich koche. Nächste? Ja, bitte. Abpuffer. Puh, Abpuffer. Dieser Purz? Hm? Na, okay. Abpuffer. Abpuffer. Sag ein paar Absatz dazu, bitte. Hör mal auf, mir die Augen zum Abpuffer. Ah, anschnauzen. Oder anstänken. Anfauchen. Okay. Abpuffer, oder was? Mhm. Okay. Hab ich auch nicht gekannt. Blecker. Mhm. Blecker. Hat nichts mit Schwarz zu tun, oder? Blecker. Ist das sowas wie rummotzen? Schimpfen? Okay, hast du ein Wort dafür? Ein Satz? Muss das Kind immer blecker? Ah, blären. Also ja. Weinen. Mhm. Okay. Ah, der Bläger, die Bläger. Die sie tut Bläger. Okay. Fürber. Was? Fürber. Hat das was mit Fell zu tun? Fürber. Was ist Fürber? Sag einen Satz. Du spielst dir der Boden Fürber. Was nochmal? Hm? Nochmal. Tust du bitte den Boden fürber? Ein Kern. Mit dem Besenkern, ja. Boden fürber. Das waren die Zähne. Ja? Ja, cool. Und, habe ich bestanden? Ja. Ja? Hast du den Meister gewusst? Cool. Ja, ich bedanke mir bei dir für die Sprachunterstützung. Danke für die Machhilfe. Bitte? Ich hoffe, ihr habt auch was gelernt. Wenn nicht, ich kann Ihnen nur empfehlen, als Sprachlehrer für Ländlerisch, er ist ein guter Mann. Das ist Samuel, danke dir. Und wir sagen jetzt, pfiat euch. Tschüss. Pfiat die. Ist es Frau Dagasch.
Vierte. Vierte.